Er hier dürfte unser nächster Problemfall sein. Hallo und willkommen, ja, der Colin Waitin. Ja, das ist ja super. Mein Handy kriegt kein Netz. Wie soll ich da meine Kunden anrufen? Die warten doch schon darauf. Aus, vorbei. Ich werde gefeuert. Warum hilft mir keiner? Sollen dir mal helfen? Ja, klar. Okay, machen wir es schnell. Dann machen wir das auch. Der dürfte auch eine etwas besondere Mission haben. Wo mal ein bisschen mehr passiert auch. Gucken wir uns das mal genauer an. Hm, komisch. Was ist denn hier los? Das Telefon ist in meinem Transfer ist okay. Ich wollte gerade meinen Kunden anrufen. Aber ich kam nicht durch. Ob da was mit dem Empfang nicht stimmt? Oh, das gefällt mir gar nicht. Okay. Dann müssen wir mal gucken, was hier los ist. Pulsen wir einfach mal ein. Der kann ja nur hier in der Wellenwelt irgendwas zu machen sein. Anders kann man sich das ja nicht erklären. Aber wo? Hier vielleicht? Tatsächlich! Das hat jetzt geraten, aber schön, dass ich das direkt gefunden habe. Was macht ihr Spackos denn da? Was zum... Du Lappen! Wir genießen den EM-Wellensturm! Und du wirst uns nicht dran hindern, du Spast. Da kommen sie bereit machen. Nur Lappen. Oh, war der hat ein gutes Team zusammengebaut. Nicht schlecht. Mach ich am besten so. Ja, warte, ich wollte die. Kann ich den irgendwie kontern? Ja, schade, aber okay, ich konnte schon mal guten Schaden hier machen. Aber ich glaube, ich in solchen Kämpfen habe ich eine Karte bekommen, oder? Mache ich jetzt einfach so und so. Kommt jetzt irgendein Konter? Nein, was mache ich da für einen Mist? Aber sehr schön, er ist schon fast handlungsunfähig. Okay, sehr schöne Heilung und wenn sie ihn selbst dann töten. Nein, er geht ernsthaft genau dahin. Ey, wie schlau ist der Spaß? Boah, okay, war doch schwieriger als gedacht. Aber das war noch nicht alles. Es kommt der nächste Kampf. Sowas gibt es ja auch noch als Quest. Ich glaube, das ist wirklich nur dieser und noch eine andere, was nochmal ein bisschen in der etwas härteren Variante ist. Und ja, und diese gehört eben auch mit dazu. Und ja, kommt. Nice! Und jetzt kommt nochmal Kenzer. Das war jetzt episch. So, dann mache ich einfach wie das hier alles. Holy Panel muss sein. Ja, ich weiß, es ist halt Heilig Panel, aber ich finde Holy Panel passt irgendwie besser. So. Tschüss. Aber es kommt doch schon der nächste Kampf. Es waren ja schließlich drei. Aber die Belohnung ist dafür auch nicht schlecht. Er hat jetzt hier ein, ja, ganz anderes Team. Was haben wir den. Da hinten sollten wir eigentlich schon mal direkt tot kriegen, dadurch. Nice. Und. So. Okay, er hat versucht uns zu erblinden, aber es hat nicht funktioniert. Sehr schön. Und ich könnte es jetzt eigentlich sofort beenden. Mache ich auch. So, perfekt. Du stehst genau richtig. Und das war's mit dir. Ist schön. Und die nächsten entfernt. Ja, das waren dann also alle. Okay, das müsste den Empfang verbessern. Das Handy von dem Typen dürfte jetzt funktionieren. Sehr schön. Dann hauen wir ab und sagen ihm das. Und kriegen auch sehr viel Geld dafür. Nämlich, oh, das ist ja äußerst interessant. Der Anruf geht auf einmal durch. Was? Du hast das Ding repariert? Wow, du bist zwar noch klein, aber schlau. Bitteschön, für deine Mühen. Noch 3500 Cennies. Episch. Und jetzt zu dem geschäftlichen Anruf. Ja, viel Spaß. Ja, der Bob, der braucht auch mal Hilfe. Kriegt er auch.
Das ist ja dran sehr, der Zerzeller-Polizei, das dann Polizeibeamten Bob Kopp hat, der die Aufgabe hat, die Z-Weltstrahlung auszumerzen. Fallnotizen haben starke Z-Wellen in der Umgebung gefunden, jedoch keine tatkräftigen Beweise. Eine sofortige Untersuchung ist erforderlich. Sollen wir uns das ansehen? Ja klar. Ein Blick darauf lohnt sich. Ja, sprechen wir mal drauf an. Und auch hier wird es wieder darum gehen, Gemmas zu bekämpfen. Ja, die Kämpfe werden jetzt langsam wieder anspruchsvoller. Finde ich schön. Hey, Gio. Ich habe gerade eine komische Welle geortet und sie kommt hier aus der Nähe. Es gab 3 Anomalien und ich muss sie stoppen, bevor hier was passiert. Ja, dann machen wir das mal für ihn. Und vor allem, es gibt eine verdammt epische Belohnung mal wieder. Ist jetzt zwar nichts Neues, aber was sehr Praktisches. Was wir auch mal wieder unbedingt gebrauchen können. Und zwar diese Anomalien, dafür müssen wir jetzt in verschiedene Systemkerne rein. Ich denke, einer wird dieser hier... Was? Achso, ja, muss ja auch aufblinken. Ups. Hier dürfte nämlich ein Gemmer sein. Hier, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Er ist bestimmt die Quelle dieser schrägen Wellen. Okay, Gio, bereit machen. Und ja, auch er... Oh, der Gemmer selbst kämpft sogar gar nicht. Okay. Ist mir recht. Und Cancer Bubble ist jetzt echt das Perfekte, denn jetzt sind die ja hier in Wasser eingehüllt. Jetzt dürfte Elektrizität, glaube ich, sogar doppelt so stark sein. Episch. Okay, wir suchen die anderen. Also raus hier. Genau, den ersten haben wir. Den zweiten finden wir, ich denke mal hier. Ja. So. Was willst du? Piep, piep, ich muss die Bilder auf diesen riesigen... Achso. Ich dachte, du willst mir was Wichtiges sagen. Aber ich war hier da noch gar nicht, oder? Ich hole gleich noch mal kurz den Raum hier durch. Wenn nicht, schneide ich das dann raus. Also wenn jetzt hier nichts ist. Oh, Double Konter. Wie es scheint. Und ich habe eine X-Karte bekommen. Ich habe ja noch Zeichnungs wegen X. Die habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Fällt mir mal gerade auf. Aber egal, ab dem... Ich denke mal ab dem nächsten Part. Also in diesem Part möchte ich schon die Quests beenden. Weil, naja, das wird jetzt wahrscheinlich wieder der nächste 50-Minuten-Part sein. Die ersten zwei sind jetzt ja auch schon 50 Minuten lang. Aber besser geht's auch nicht, weil ich will jetzt nicht wirklich jetzt 10 Parts machen, jetzt nur Quests machen die ganze Zeit. Das wäre ja wirklich lame und deswegen dann lieber dann 3 mega lange Parts für die halt die Quests interessiert. Und dass es dann nach diesen 3 Tagen, wenn halt nur Quests kommen, dann auch normal weitergeht. Ich glaube, ab Mega Man Star Force 2 werde ich auch direkt nach jeder Welt sofort ein paar Quests dann machen. Das Problem ist nur, ich habe dann Angst, dass ich dann sonst zu OP bin. Und hier ist wieder so eine Antivir-Werbung. Mach ich mal schnell aus. So. Tatsächlich, ich war hier nicht. Okay. Da, ja, 1100 Zennies. Schön. Da habe ich mal ein bisschen Angst, dass ich dann sonst zu OP bin, weil jetzt sind wir auch am Ende ja noch ziemlich gut durchgekommen. Ohne große Anstrengung jetzt. Ja, wir müssen erstmal hier das Wellenloch aktivieren. Dann können wir da rein den Gemmer verhauen. Ja, okay, jetzt ist er da und wir können rein. Der Kuchenshop. Da ist auch schon der letzte Gemmer, aber ich will erstmal wieder was abgreifen. Wo ist denn hier wieder die nächste Geheimwelle? Da ist er. Oh, nice. Hätte ich das früher gefunden. Ja, ja, das kennen wir. Mann. Doch er schickt wieder andere Leute voraus. Er ist sogar schwächer, wie es scheint. Dann mache ich es einfach so. So, nice. Der eine ist jetzt schon mal ja, komplett tot. Unser Gifthaken ist eigentlich nicht schlecht, weil ich habe gerade gesehen, der vergiftet einen ja noch die ganze Zeit. Das ist ja mal mega geil. So, nice. Das waren dann alle. Das wären alle gewesen. Los, wir melden uns bei den Bullen. Das machen wir dann auch.
Und auch er hat eine ziemlich coole Belohnung für uns, die wir auch gut gebrauchen können, wie ich schon sagte. Ich wiederhole mich, ja. Was? Die Wellen wurden entfernt? Richtig, die komischen Wellen sind weg. Hast du die etwa entfernt, Gio? So, ich bilde mir das nur ein, oder? Aber danke für deine Nachricht, Kleiner. Nimm das. Nice. Nochmal 20 KP zusätzlich. Und du hast da nichts dran gemacht? Nö, habe ich nicht. Ach so, und wenn wir schon dabei sind, fahren wir ihn hier nochmal. Und ja, das kennen wir. Denn ich möchte auch noch seine Karte gerne haben. Und er ist jetzt ja auch ein bisschen stärker. Und dann mache ich ein sehr gutes Matchup eigentlich für den Anfang. So. Ja, das ist auch 1300 KP. Echt nicht schlecht. Dann mach mal irgendwas. Ich will dich kontern. Schade, hat nicht so geklappt, wie es sollte. Alter, ist ja schnell. Chill mal dein Life. Oh. Der rastet aus. Oh. Was macht er jetzt? Oh, der rastet aus. Der rastet richtig aus. Mein Gott. Aber jetzt kann ich... So, jetzt. Was? Er hat meinen Angriff abgeblockt. Ja, ich sehe schon, er hat gerade solche fetten Wolverine-Klauen gehabt, ne? Achso, nee. Ich war jetzt so, jetzt vielleicht ein bisschen defensiver vorgehen. So, erstmal das. Dann das. Dann das. Nice. Und ich hoffe dann, dass ich auch mal seine Karte bekomme. Aber ich müsste die eigentlich bekommen, weil ich habe ja den Chip ja drin, dass ich ja immer eine Karte bekomme. So, dann machen wir es folgendermaßen. Nice. Das war jetzt wirklich episch. Oh, das kann er auch. Das war ziemlich fies, weil man nie genau weiß, wie die jetzt laufen. Man immer erst im letzten Moment so abschätzen. Oh, das jetzt wird aber eingefroren. Sehr schön. Ja, nur eingefroren und noch in der Bla... Ne, nur eingefroren. So! Tschüss. War jetzt nicht die beste Leistung. Obwohl, 7. Doch, wir kriegen den. Nice. Und ja, ein prächtiger Combo-Move. Schön. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, nenne ich jetzt so. So. Und fertig. Okay, nicht schlecht, ja. Eigentlich wollte ich aber hier hin. Zu Snake! Das ist furchtbar. Einige meiner kostbaren Schlangen sind entkommen. Oh, die Schlangen von den Typen sind weg. Das ist ein Typ? Sieht aus wie eine ältere Dame. Soll ich was unternehmen? Schlangen sind nicht so mein Ding. Ach. Ich schreibe mir bis dahin. Ja. Weiß ich. Du schreibst immer deine E-Mails. Ja, dann haben wir jetzt eine epische Karte bekommen. Die rüste ich auch mal ganz schnell aus. Ja, ich schneide jetzt eben gerade weniger als in den Parts davor. Weil es einfach alles hier so zusammenhängt. Und ich wollte den Kampf unbedingt noch machen für den nächsten Part auch schon. Als kleine Vorbereitung. Und komm, den brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Zeichnus Wing habe ich auch noch gehabt. Den habe ich auch noch nicht reingetan, ne? Hier ist er nämlich. Hard Note habe ich auch noch. Ich kann ja maximal 10 Stück von diesen Ex-Karten da reinmachen. Ich habe es eigentlich nie wirklich ausgenutzt. Dafür mache ich die Breitenwelle 2 raus und habe Note. Muss jetzt nicht sein. Wenn sie jetzt Ex hätten, dann ja, aber sonst nö. Oh je, das ist furchtbar. Drei seltene und wertvolle Schlangen sind verschwunden. Wie äußerst unangenehm. Sie sind aber ziemlich leicht zu finden. Und zwar, sie erste. Einen Moment. Die erste ist auf dem Dach. Also hier auf diesem Dachbereich. Ich hoffe, ich muss das alles nicht in Wellenform machen, aber die Schlangen können ja schlecht in Wellenform wechseln. Doch, doch, da ist sie. So. Ja, und wir fangen die einfach mal so ein. Genau. Nächste soll am Eingang sein. Da ist sie. Eine Kobra. Ja, packen wir auch einfach mal so ein, ne? Eine Kobra. Und die nächste haben wir hier. Und der Python auch noch. Boah, Gio, bist du krank? Hast du keine Angst, dass sie dich beißen oder so? Nö.
schon wirklich sehr wagemutig. Ja, aber ich muss das hier gar nicht schneiden, weil es alles so zusammenhängt. Passt ja perfekt. Weniger Arbeit für mich und ihr seht mehr. Ah, da sind die fehlenden Schlangen. Und die geben jetzt auch. Vielen lieben Dank. Du hast mich gerettet. Das ist für dich. Ich kriege den Schlick. Was? What the fuck? Ich bin erleichtert. Ich auch. Okay, als nächstes haben wir die alte Frau. Die hat ein großes Problem. Und zwar, oh je, der Laden ist aber groß. Da finde ich mich ja nie zurecht. Die Dame hat sich wohl verirrt. Ja, auch ich verlaufe mich in den Kaufhäusern. Sollen wir ihr helfen? Ja klar. Bringen wir es hinter uns. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Keine Angst, ich sorge schon dafür. Es sind nur, ja, zwei wirkliche Maps. Und eine dritte halt mit der Schlangenausstellung. Die Mission ist aber ziemlich leicht und wir kriegen eine ziemlich epische Belohnung. Wir müssen echt nicht viel machen. Und zwar reden wir natürlich erstmal mit ihr. Oh, wie riesig. Eine alte Frau wie ich könnte sich hier verlaufen. Ob es hier was gibt, das bei einem dieser, was bei einem mit der Orientierung hilft. Ja, da haben wir was. Nämlich habe ich diesen schönen Informationsschalter. Das ist der Kundendienstschalter anfangen, ja. Aber ich wollte euch das hier Stockwerk planen. Damit verläuft sich die alte Frau nicht. Okay, ich gebe ihr den Plan. Und jetzt haben wir den Etagenführer. Und ja, auch wenn da gerade Etagenführer oder sowas stand. Oh, was ist das? Ein Gebäudeplan für mich? Und wir kriegen den, wir geben jetzt ihr den Etagenführer. Danke, jetzt verlaufe ich mich nie wieder. Hoffentlich ist das hier irgendwas für dich. Ja, 2000 Zennies für nichts machen, gerne. Ich danke dir, Junge. Ich danke Ihnen mehr. Okay, jetzt bei dem Mädchen hier weiß ich noch nicht mal, ob die jetzt für die nächste Quest da ist. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und zwar, ich arbeite bei Nacy's am Times Square. Ich will den Haupteingang neu gestalten. Okay, doch, ich bin richtig. Kann mich aber nicht entscheiden, welche automatischen Türen ich einbauen soll. Ob ich hier vielleicht helfen kann? Und willst du mit dir reden? Ja klar. Okay, wir machen das in Town Up. Hm, Neugestaltung. Ja, okay, machen wir dann. Belohnung ist jetzt nicht, dass wir das unbedingt brauchen, aber dafür können wir auch verdammt einfach dorthin. Und ja, lauf gegen den Opa. Schubs ihn runter. Ich werde auch schon mal den Keyman ausrüsten, den brauchen wir nämlich. So. Und... Ah, hier bist du. Willkommen, wie kann ich dienen? Ach, du willst nichts kaufen? Was verschafft uns dann die Ehre? Ob wir den Eingang neu gestalten? Ja, du bist sehr gut informiert. Wir streiten uns noch über das Design, ob es einfach oder auffällig sein soll. Kennst du jemanden, der uns beraten könnte? Ja, da haben wir einen. Ach, du hast einen Experten für automatische Türen aufgetan? Wunderbar, wo ist er? Hier bin ich. Die Keyman-Karte. Keyman hat uns einen Tipp zu den Türen. Was? Keyman kann uns einen Tipp zu den Türen geben. Was meinst du, Keyman? Hm, man muss beim Austauschen von Türen immer die Sicherheit in Betracht ziehen. Das Aussehen ist auch wichtig, aber in erster Linie sollte sie Einbrecher fernhalten. Verstehe, das ist ein gutes Argument. Das wird auf unserer Liste ganz weit oben stehen. Da machen wir schusssicher und sowas. Ne? So nehmen wir richtiges Panzerglas. Hier, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja, es ist nicht das Beste, aber naja. Ich rufe direkt mal die Renovierungsfirma an. Dann mach das. Der hier dürfte unser nächstes Problem sein. Beziehungsweise ein Problem haben. Ja, doch, so wie der spricht schon, ja. In letzter Zeit wurden diese blauen, flauschigen Bewohner der... Des Netas gesichtet, diese, wie heißt die nochmal, Ghasts. Manchmal kommen sie her, um uns zu beobachten. Wie gruselig. Und die ganzen Pigments. Und diese Lohen, oh. Der Typ hat wohl ernsthafte Probleme. Glaubst du, er könnte ein Geist sein? Ah, es könnte ein Geist sein. Was, bekommst du jetzt Muffensausen? Nein, natürlich nicht. So, und willst du ihm helfen? Okay, dann sehen wir nach, was es mit dem Geist auf sich hat. Gut. Ach, naja, mit Geistern freue ich mich nicht zu früh, ob die wirklich nicht existieren. Das ist jetzt schon eine kleine
Anspielung auf den zweiten Teil gewesen. Naja. Ja, im zweiten Teil werde ich auf jeden Fall sehen, was ich mit Geister meine. So. Das ist der Kundendienstschalter. Haben sich etwa Kunden beschwert? Ja, ganz genau. Es ist immer dieselbe Beschwerde. Angeblich ist da was im Spiegel, in der Umkleide. Aber ich habe nichts gefunden. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Dann gehen wir mal hin zu diesem Spiegel. Da sind wir auch schon und man könnte jetzt in den Computerraum reingehen, da gehen wir auch gleich rein. Aber zuerst reden wir mal mit ihm hier. Bin ich schön. Ich habe eine tolle Figur. Mein Spiegelbild berauscht mich regelrecht. Was? Ich störe dich beim Einkaufen? Tut mir leid. Meine Schönheit lenkt mich immer ab. Mann, dass ich das nicht vorlesen kann. Hab einfach ein wenig Geduld. Ja, schön. Hau ab. Aber ich gehe erstmal hier rein. Und will mein schönes Item wiederbekommen. Vielleicht ist ja wieder ein HP-Upgrade. Das wäre ziemlich nice. So, und abhauen. Auch nichts. Dann kann es wieder nur unten rechts sein. Ja. Ah, 1300 Cinnies, geil. Können wir noch alle gebrauchen. Ja, dann hauen wir jetzt ab und sagen dann Bescheid. Geht ja schnell, das muss ich jetzt auch nicht schneiden. Es sind eh nicht mehr so viele Quests zu machen. Also es sind jetzt nicht so viele Quests wie in den ersten zwei Quest-Parts. Weil auf der Trauminsel ist nicht so extrem viel zu machen. Auf jeden Fall, das Problem mit dem Spiegel ist also gelöst. Wunderbar. Hier, dieser Gutschein ist ein Dankeschön von uns allen hier bei Nacy's. Und jetzt gerade die Anspielung gemerkt. Ein Werbeprisp. Die Beschwerden dürften jetzt aufhören. Schön. Das finde ich ja auch ganz schön wunderbar. Na okay, ich lasse das schon. Ich will nicht klauen. Dann wollen wir als nächstes so diesen Typen hier. Der hat nämlich auch ein Problem. Und der hat eine komische Karte. 6-mal. Bin ich ein Pessimist. Ich habe das Gefühl, dass meine Freundin mir was verheimlicht. Dieses Gefühl macht mich völlig fertig. Der Typ hat echt Sorgen. Menschen sind ganz schön empfindlich, was? Fragen wir ihn doch einfach, was los ist. Wenn du meinst. Was für ein Ärger, Mann. Ja, auch eine sehr einfach zu machende Mission. Gucken wir uns dann mal genauer an. Das war schon die drittletzte Quest hier in Times Square. Hast du mal kurz Zeit für mich? Meine Freundin ist momentan so unterkühlt. Ich glaube, sie hat was zu verbergen. Hast du eine Affäre oder was? Nein, so schlimm nicht, aber was soll ich bloß tun? Ohne sie kann ich nicht leben. Meine Freundin ist irgendwo da hinten. Ja, gucken wir mal nach. Da ist es nämlich diese hier. Gucken wir uns mal an. Nicht verraten. Ich gehe heimlich in den Kochkurs, damit ich meinen Freund was zaubern kann. Oh, das ist nett. Ja, okay, das war alles. Mission completed. Jetzt kriegen wir wieder was. Was, sie hat gar keinen anderen? Sie lernt wegen mir kochen? Okay, er hat doch mit einer Affäre gerechnet. Oh. Wie dumm von mir, ihr nicht zu vertrauen. Danke, du hast die Wahrheit herausgefunden. Ich fühle mich so erleichtert. Hier, nimm das. Schön, das Liebbuch. Oh, ich freue mich auf ihr Essen. Oh ja, da kannst du dich drauf freuen. Okay, als nächstes hat die Freundin selbst auch nochmal ein Problem. Und zwar, das ging zu weit. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ein Geschenk von meinem Freund verloren. Oh, es hat einen großen Erinnerungswert für mich. Was, wenn ich es nie wiederfinde? Sie hat wohl was Wichtiges verloren. Willst du ihr helfen? Okay, dann legen wir mal los. Ja, dann machen wir das mal. Auch eine sehr einfache Quest, eine epische Belohnung. Schön. Und die letzte Quest, das ist jetzt nämlich die vorletzte, dann erwartet uns wieder was ziemlich Lustiges. Du hast hier keinen Ring gesehen, oder? Dieser Ring ist mir sehr wichtig. Er ist ein Geschenk von meinem Freund. Normalerweise ziehe ich ihn niemals vom Finger. Moment, einmal musste ich das aber tun, weil ich keine Wahl hatte. Ich glaube, da war ich beim Bowlen. Warum guckst du dann nicht beim Bowling nach? Dann mache ich das jetzt eben für dich. Da glänzt was auf dem Boden, ein Ring. Schön.
War das denn so schwer? Ich guck mal kurz hier was. Achso, okay. Mal kurz, ob da ein bestimmter Charakter noch steht für gleich. Ah, mein Ring. Oh, vielen lieben Dank. Danke, dass du ihn gefunden hast. Und dafür kriegen wir... Ich hätte ihn nie wieder in... Was in den Augen sehen können. Ach, ihnen die Augen sehen können, sorry. Vielen herzlichen Dank. Hier eine Belohnung für deine Mühen. Suchauge, nice. Ah, oh, ist der Ring hübsch. Okay, dann kommt jetzt noch eine Quest. Nämlich haben wir als letztes nochmal ein weiteres Quiz. Ja, ich liebe Rätsel, suche jemanden, der sie für mich... Ja, das kennen wir so ziemlich. Das hat ja doch noch unsere Chance auf die Million. Oh, ich sehe gerade so, in der Trauminsel haben wir auch nochmal eine Chance darauf. Vielleicht kommen wir sogar über die Million. Mal gucken. Reden wir jetzt einfach mal mit ihr. Hm, ja? Was? Ich verstehe. Gut aufgepasst, du hast gemerkt, dass ich sehr gerne Rätsel mag. Deswegen singe ich für dich diese Titelmelodie. Wer ruft die Rätsel-Queen? Wer ruft da die Rätsel-Queen? Sag doch was, spiel doch was. Hey, hey, ho, ho, Rätsel-Power, es geht los. Ein Rätselkampf gegen mich gefällig? Ja. Okay. Die Angriffskraft einer Kanone und eines Hitzeball 1 ist... Ich glaube, so völlig geraten. 100? Damit haben sie nun 8000 Euro. Frage Nummer 2. Worüber verfügt Amaken? Ist es A, ein Museum, B, eine Bibliothek oder C, eine Startrampe. Museum. Sehr gut. Damit haben wir nun 16.000 Euro. Die sind Ihnen nun sicher. Aber Sie wollen doch die Million sicherlich. Wie viele Teleskope gibt es bei Amaken? Müssen Sie für die 32.000 Euro Frage beantworten. Und weil ich jetzt keinen Bock habe nachzugucken, nehme ich nochmal den Internet-Joker und es ist 3. Gut gemacht. Damit sind wir nun bei den 64.000 Euro. Mit welchem Tier ist Butz Nachname Beisen verwandt? Oh, ist das nicht die Kuh? Ja, ist es auch. Perfekt. Woher weiß sie über den eigentlich genauso viel? Frage 5. Beziehungsweise Frage, weiß ich, 11. Es geht um 125.000 Euro. Wem gehört der Kartenshop der großen Welle? Ist es A, Ken Suter, B, Ken South oder Ken Suffern? Das ist Ken, ja, Suffer meine ich. Cool. Damit sind wir nur bei den 500.000 Euro. Welche Nummer hat diese Frage? Das ist Nummer 6. Sehr schön. Nun die 1 Million Euro Frage. Was ist 3 plus 4 minus 5 plus 1? Das sind 3. Das kann ich auch ohne Nachgucken sagen. Damit habe die Million, aber ich habe noch mehr Fragen. Du kriegst die Million erst, wenn du wirklich alle beantwortest hast, sonst wäre es ja zu einfach, ne? Deswegen... Ja, wie viele Einsen waren es darin? Das ist fies, man denkt, man rechnet das zusammen und dann fragt die nach den Einsen, aber es sind 4. Perfekt. Frage Nummer 9. Wie viele Schüler sind in Klasse 5a? 9. Ey, ich will auch so eine Klasse haben. Okay, ich will mich da nicht bestellen. Mein Chemie-LK, der besteht auch nur aus 11 Leuten. Das ist ziemlich episch. Da kann man auch ziemlich gut lernen mit. Aber eine ganze Klasse. Eine Grundschulklasse. Nur 9 Leute. Wo heute die Klassen überfüllt sind mit 32 Leuten. Wo die Hälfte kein Benehmen hat. Boah, ich will in so einer Klasse leben. Okay. Ja, perfekt. Nur die letzte Frage. Dann kommt es auch wirklich die Million. Welche Karte hat die größte Angriffskraft? Jet-Angriff. Unglaublich! Hier deine Million, aber sorry, ich bin leider minderjährig. Ich habe gar kein Geld. Tut mir leid. Ich habe verloren. Hier für dich. Du kriegst dafür aber was anderes, noch epischeres. Danke. Das nehme ich sogar noch lieber. Okay, dann geht's als nächstes zur Trauminsel. Als erstes haben wir den alten Mann hier. Und ja, er ist wahrscheinlich von den Grünen. Und zwar, ja, die Natur. Aber weh mir. Irgendein Rüpel hat den Müll im Park liegen lassen. Alleine kann ich den nicht aufheben. Soll ich dem Alten helfen? Ja, die Natur. Hä? Ja, verstehe. Du hast den Alten nachgemacht, oder? Ja, los, gehen wir. So.
Da machst du dich doch nicht drüber lustig. Ich muss ja sagen, so ein bisschen wichtig finde ich das ja auch mit der Natur. Also zumindest, dass man da wirklich... es gibt Sachen, die kann man nicht verhindern. Zum Beispiel, man wird immer zwischendurch mal Kraftwerke brauchen und sowas. Weil der Mensch ist halt ein Wesen, das vom Fortschritt abhängig ist. Aber man sollte natürlich auch fortschrittlich auch ein bisschen mehr darauf hinarbeiten, das ein bisschen umweltfreundlicher alles erstellen zu können. Wie jetzt zum Beispiel mit den Elektroautos machen die das ja schon. Das finde ich ganz gut, oder dass die sich da doch eigentlich die Atomkraftwerke auch ziemlich abschalten. Teilweise. Damit nicht sowas wie damals passiert in Japan. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht zum Thema. Was zum Dunderlittchen? Welche Potsau, boah, wieder abgeht. Das Müll im Park liegen. Das kann ich gar nicht alles aufheben. Hattet keiner eine gute Idee parat? Doch. Bang. Hier hat wohl jemand ein Müllproblem. Oh, die Shovelman-Karte. Willst du damit den Müll wegräumen? Ja, mach mal. Ach, endlich haben wir diese Reifen weg, oder? Oh, dann wollen wir mal. Shovelman-Karte, Karte ein. Ja, das ist ein Kinderspiel. Ja, mal weg damit. Ups. Ja, auch richtig. Hä? Man muss jetzt mal aus dem Screen räumen. Ach so, das war alles. Oh, du hast alles aus dem Weg geräumt. Ist ja alles nur ein paar Zentimeter versetzt, aber meine Augen sagen schon das Richtige. Ist ja aus dem Screen draußen. Du hast den Park wieder sauber gemacht. Hier, mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Für deine Hilfe. Nice. Ich werde wieder den Park weiter sauber behalten. Sehr schön. Damit haben wir jetzt auch schon 890 KP. Nice. Als nächstes helfen wir dem kleinen Mädchen hier. Und zwar hat sie das Problem. Nämlich, was ist denn hier los? Ja, ich bin ein erstklassiger Feinschmecker. Aber eine Sache scheine ich noch nicht so probiert zu haben. Es soll bei Dessertkennern sehr beliebt sein. Ich muss sie probieren. Der erstklassige Feinschmecker hat offensichtlich ein Problem. Meinst du, es gibt was, was der erstklassige Feinschmecker nicht kennt? Sollen wir mal nachsehen? Ja, ich bin schon neugierig. Okay, fragen wir den Feinschmecker. Ja, mach das. Ich weiß auch schon, was wir machen müssen. Aber erstmal mit ihr reden, damit ihr es dann auch wisst. Beziehungsweise muss ich sowieso mit ihr reden, damit die Quest überhaupt noch ausgelöst wird. Sag mal, kennst du Sternschnuppenkuchen? Der soll bei Süßigkeitenfans sehr beliebt sein. Ich möchte ihn probieren. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Hm, Kuchen. Ich weiß es, in Amaken. Hier am Souvenirshop sollte es zu finden sein. Wenn sie Satelliten. Was? Du nicht? Ah, aber hier gibt es das. Oh, Sternschnuppenkuchen. Davon hatte dieses Mädchen doch gesprochen. Mein Sternschnuppenkuchen kostet 500 Cennies. Ey! Ein Schisskuchen. Ein Schisskuchen, okay. Da wird sie sich hoffentlich drüber freuen. Hier dein Schisskuchen. Dein Schisskuchen oder was auch immer. Unglaublich! Das ist ein Sternschnuppenkuchen? Eigentlich nicht ganz. Also von der Schreibweise her zumindest. Für mich? Und ja, hier kriegst du den Schisskuchen. Danke. Lecker. Ja, ist. Mann, ist der geil. Der Kuchen, der schmeckt so gut. Der schmeckt wie Sterne, die vom Himmel fallen. Woher weißt du, wie sowas schmeckt? Vielen Dank. Hier, nimm das. Genau. Ist das nicht geil? Wir geben 500 aus, kriegen aber 5000 wieder. Episch, ne? Der ist wirklich so gut. Das freut mich. Er hier hat auch nochmal eine sehr interessante Aufgabe. Nämlich, ihr seht es schon. Ja, er hat ein weiteres Quiz für uns. Aber dieses Mal sind es wirklich 15 Fragen. Und dieser Typ hat wirklich eine Million, die er uns dann dafür auch geben will. Na gut, nur er will. Na gut, er zahlt nicht direkt mit Geld, aber mit was anderem, was auch noch sehr geil ist. Auf jeden Fall lohnt es sich dafür, die 15 Fragen zu beantworten. Deswegen machen wir es einfach mal. Dein Gesicht, deine Augen. Ich weiß genau, dass du auf Rätsel stehst. Wer ich bin?
Endlich fragst du mich danach. Wer ruft der Mr. Jauchelch, meine Rätselkönig? Ja, das kennen wir doch. Okay, Frage Nummer 1. Es ist 10 Pikerad wert, das heißt umgerechnet 50 Euro. Die Hundehütte in Echoberg ist in echt eine... ein Sicherheitssystem. Richtig. Damit haben sie nur 50 Euro. Frage Nummer 2. Was bedeutet das Wort Luna? Mond. Da muss ich noch nicht mal in die Lösung gucken. Richtig. 100 Euro. Frage Nummer 3. Wie heißt der Automatencafé bei Amaken? Der Urknall. Auch das ist auf jeden Fall richtig. Okay, Frage Nummer 4. Welche ist die zweitmächtigste Karte? Das würde mich jetzt auch mal sehr interessieren. Achso, von denen hier abgebildet. Das ist aber die Feuerbazooka. Auch das ist richtig. 500 Euro. Okay, Frage. Ne, warte mal. Tatsächlich ich mir jetzt gerade 50, 100, 200, 300. Ne, jetzt kommt jetzt um 500 Euro. 500 Euro. Wie viele Baseballplätze gibt es im Sportsaal? Verarsch mich nicht mit deinen komischen Fragen. Es sind 2. Richtig. Okay, Frage Nummer 6. Die GP von Hot Roder und mit. Was mit Tenna ergeben? 100. Und jetzt zähle ich noch die GP von Cannonbase dazu. 150. Richtig. Frage Nummer 8. Ich bin der Rätsel. Gott, ey, Alter. Ich würde ja gerne Bube sagen, aber nee, du bist ein König. Richtig. Okay, Frage Nummer 9. Wie heißt die Hundestatue am Times Square? Rover. Richtig, nun Frage Nummer 10. Was gibt es an der Echo-Grundschule nicht? Ein Chemielabor. Richtig. Okay, Frage Nummer 11. Was habe ich gerade gesagt? Uwa. Okay, Frage Nummer 12. Goa. Psch, was? Psch. Wievielte Frage ist diese? Die 12. Richtig. Okay, Frage Nummer 13. Wie heißt das Kaufhaus am Times Square? Macy's. Eigentlich mit Apostroph, aber das kannst du dir wohl nicht leisten. Richtig. Okay, Frage Nummer 14, die vorletzte Frage. Was steht auf dem Dach von Macy's? Eine Giraffe. Oh, nun kommt die 1 Million Euro Frage, auch wenn ich keine 1 Million habe, aber ich habe 20 zusätzliche KP anzubieten. Wer arbeitet im Secondhandland auf der Trauminsel? Eine alte Frau. Oh mein Gott! Du hast all meine 15 Fragen beantwortet. Ich gebe zu, du hast Skill. Dass du das auch noch alles ohne Lösung herausfindest. Also ich denke ja nicht, dass du so ein Schummler bist, aber wow. Nein, natürlich nicht. Natürlich habe ich das hier ohne Internet herausgefunden. Hier ist dein Preis. Nice. Du bist der wahre Rätselkönig. Cool. Drittletzte Quest, nämlich bei der Frau hier. Hallo und willkommen in meinen Transair. Ich krieg Kopfschmerzen. Ich bekomme das Ding ja nicht zum Laufen. Ob das wohl ein Virus oder hat oder so? Hat sie Virus gesagt? Sollen wir Viren jagen? Ja klar. Ja, so habe ich das gern. Ich schreibe dir deine E-Mails, Mann. Willkommen im Secondhand Shop. Wir kaufen dein Zeug teuer und verkaufen es billig. Ist das nicht irgendwie ein bisschen kontraproduktiv für euch? Was ich für ein Problem habe? Tja, sieh mal her, der Kühlschrank. Ich habe ihn vor ein paar Tagen von einem Kunden gekauft, doch ich kriege ihn einfach nicht zum Laufen. Kaputt ist er aber nicht, also der hat uns nicht verarscht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Welcher Kühlschrank? Auch der Kühlschrank, da, ja, ergänzt so. Er ist ausgeschaltet. Und ein Wellenloch ist da. Peter, gucke dann da mal nach. Oder ist auch der Kühlschrank? Hey, wo ist denn den Kühlschrank? Kann ich nicht. Na gut, dann sehen wir uns dann an dem anderen Kühlschrank wieder. Und wieder zurück. Ja, dann gucken wir mal nach, was hier los ist. Hier ist aber nur... es geht mir in letzter Zeit nicht gut. Hast du vielleicht einen Heil 80? Habe ich. Okay, na, jetzt haben wir noch. Sonst hätte ich das jetzt kaufen müssen in Echoberg. Ja, doch in Echoberg hätte ich das sonst kaufen müssen.
Nun, dann sag ich eh Ex und weg. Jawohl. Als hätte ich Flügel. Danke, jetzt habe ich wieder Energie. Sehr schön, aber ich gucke mal kurz nach, ob es hier wieder eine Geheimwelle gibt, so wie es ja eigentlich immer üblich ist. Oh, auf euch habe ich jetzt keinen Bock. Ach, da oben ist sie. Selten, dass sie wieder so ganz oben da versteckt ist. Ein Müllcube, okay. Hatten wir bisher auch noch nicht. Der Kühlschrank ist repariert. Oh, vielen Dank für meine Mühen. Es ist nicht viel, aber bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Doch, das ist schon sehr nice. Du kannst hier immer dein Zeug loswerden. Okay, cool. Nice, haben wir ein weiteres KP-Upgrade. Okay, vorletzte Quest, der Typ hier. Oh, willkommen in meinem Transfer. Oh nein, der Roboter spinnt wieder. Ich kann gut mit den Händen arbeiten, aber dieser Roboter macht mich wahnsinnig. Oh Mann, mein Vorgesetzter wird sauer. Der Typ hat wohl richtig Schwierigkeiten. Ja, willst du ihm vielleicht helfen? Ja, klar. Okay, auf geht's. Ach Mann, das kenne ich doch. Ist auch ziemlich einfach, was wir machen müssen. Ich kann schon mal den Thermoman rausholen. Den brauchen wir nämlich nachher. Und ja, dann hin zu ihm. Was zum... Ein Sortierbord verhält sich seltsam. Er überhitzt immer ziemlich schnell. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ist das der hier? Ich wollte gar nicht mit dir reden, ich wollte mit dem Sortierbot reden. Das ist ein Sortierbot. Au, das ist aber heiß. Wusch, gibt es hier ein kleines Kühlproblem? Thermoman, eigentlich... Ah, du willst den Sortierbot abkühlen, was? Lass mich mal sehen. Ah, der interne Lüfter ist kaputt. Ich mach das schon. Das dürfte funktionieren. Okay. Er ist so gut wie neu. Danke, Thermoman. Sehr schön. Der Sortierbot ist wieder heil? Der Lüfter war das Problem? Verstehe, du kennst dich gut aus, Kleiner. Hier, für deine Mühen. Nice. Damit haben wir nur 930 KP. Die Kinder von heute sind ziemlich schlau. Ey, cool, danke. Obwohl, ich bin gar kein Kind mehr. Der letzte Auftrag besteht darin, Mr. Boreal zu helfen. Und zwar... Okay, heute zeige ich Gio dieses Ding. Das wird eine große Überraschung. Soll ich da hingehen? Ich bin auch etwas neugierig. Los, gehen wir. Okay, der will uns was zeigen. Das sehen wir uns natürlich an. Mr. Boreal war eben bisher immer ziemlich cool. Der wird auch bestimmt bei der Quest was Ordentliches rausrücken. Ganz ehrlich, Gio, ich wollte dir heute etwas mitbringen, aber ich habe es nicht gefunden. Es war ein altes Fotoalbum mit ein paar interessanten Bildern. Ich habe es bestimmt irgendwo im Labor. Schade, ich hätte es dir gerne gezeigt. John, du guckst das selbst einfach an. So, da sind wir. Ich finde es ja immer auch geil, wie wir einfach so ins Labor immer rein können, wie jeder einfach rein kann. Da ist aber was aus dem Spind gefallen. Aus dem Spindel. Und zwar ein Album. Naja, und zurück damit. Ja, Mr. Boreal, wir sind zurück. Oh, du hast das Fotoalbum gefunden. Und das geben wir ihm jetzt auch. Mann, die alten Zeiten. Alles dank deiner Hilfe. Nice. Damit haben wir nur 950 KP. Wir haben... Bis auf eine Quest haben wir alle abgeschlossen. Also ich habe jetzt eine noch außen vor gelassen. Die machen wir aber auch noch nicht direkt. Ich will noch was davor noch erledigen, weil die zu schwer ist. Aber auf jeden Fall. Geht's noch weiter hier. Ach ja. Hier ist das besagte Foto. Damals war Kelvin noch jung. Und über ihm bist du als Kleinkind. Damals sagte dein Vater, mein Sohn soll eine wundervolle Zukunft haben. Das ist meine Aufgabe. Ich wollte dir diese Worte deines Vaters für deinen Lebensweg mitgeben. Oh, cool. Achso, ich dachte, jetzt kommt ein bisschen mehr Information, aber na gut. Ja, wir sind soweit fertig. Ich beende damit diesen dritten Quest-Part. Ich weiß, die waren jetzt alle etwas lang, aber ich habe es ja schon begründet, weil ich jetzt einfach nicht möchte, jetzt, dass auch mal 6, 7 Parts jetzt nur Quests gemacht werden. Das finde ich jetzt wirklich zu nervig. Ne, es gibt noch eine Mission, nämlich die muss noch Zack machen. Und was ist das denn hier für ein interessanter Typ? Bei dem Typen reden wir im nächsten Part. Und mit Zack die Mission, die ist zu hardcore. Da müssen wir uns noch ein bisschen, auch ein bessere Karten dafür noch. Die KP sind perfekt. Geld haben wir auch genug noch für Karten. Und dann können wir loslegen. Ja, aber was ist mit diesem Geist hier auf sich hat, das sehen wir dann im nächsten Part. Da werden wir eh viele Bosskämpfe machen.
da kommen die ganzen Superbosse, zumindest einige, die ersten paar, um uns dann auf die Mega-Superbosse vorzubereiten. Ich hoffe, ihr freut euch ebenfalls drauf. Naja, ich werde wahrscheinlich viel failen. Und naja, dann sage ich mal, bis dann.